Oh, kann ich hier eigentlich mal hier Langstreckenraketen? Ach, die muss ich erst bauen. Ja, dafür brauche ich noch. Ah, und dafür habe ich dieses Ding gebraucht, das ich gerade abgeschalten habe. Hey. Ah, guck mal, ich kann die Schildgeneratoren dafür pausieren, weil die kann ich ja sofort wieder anmachen. So. Dann brauchen sie weniger Energie. Ist doch praktisch. Items. Ah, guck mal hier, robuste Brennkammern. Habe ich das jetzt aktiviert? Ah, ja, perfekt. Die laufen jetzt. So. Ah, hier geht Jetzt nichts habe mehr ich ja hin. auch wieder deutlich mehr Energie plus. Sehr gut. Ich denke mal, hier kommt unser Schiff schon an. Perfekt. Das bringt uns gute Waren, Bauzellen und ein bisschen schwere Waffen. So. Dafür brauche ich also dieses blöde Jetzt fehlt nur noch Sprengpulver. Beton, da müssen wir aber ein bisschen warten. Dafür brauche ich dieses Sprengpulver. Welches Sprengpulver? nix. Aha. So. Ach, guck mal, die Raketenbasis, die hat ja noch nicht mal eine Rakete drin. Die kann ich abreißen. Aber die auf meiner Hauptinsel brauche ich echt nicht mehr. Ja, Gut. mach's dir weg. Sehr schön. So, jetzt habe ich auch wieder deutlich Na, mehr jetzt ist Plus. nicht bei mir noch eine. Na, so unnötig. Ah, muss ich vor allem auch noch warten, bis die mal steigen. Dann hole ich jetzt Jetzt Sprengpulver und erstmal schauen. stell vielleicht Fisch zwei her. und Spirituosen. Lager füllt sich. Das klingt ganz gut. Ach stimmt, jetzt ich brauche ja noch Schildgeneratoren für die Atomraketen dann. Oder brauche ich? Ne, ich glaube brauche ich nicht. Aber wie gesagt, die sind gar nicht so teuer, also kann schon welche bauen. Doch. Ja. Die kosten 100 Uran, 100 Sprengpulver und 50 Kerosin und 40.000 eine Rakete. Und halt Nein, ich meine Unterhaltkosten. die Schildgeneratoren. Ach so. Nicht die Raketenstation. Die Ah. weißen, die sind teuer. Ja, die sind wirklich teuer. Aber ich dachte auch, dass die Schildgeneratoren teurer sind, aber die sind echt nicht so teuer. Trotzdem, guck, dass du deine scheiß Rieseninsel wieder aufbaust Ja, hier. ich bin dabei. Häuser sind wieder Ja. da. Ja. Immer noch. Ja. So ein Ich kann ja eigentlich bisschen. hier mal die Boah. Steuern wieder höher stellen. So, jetzt machen wir wieder weniger Minus. Ja, auch gut. Ist noch so ein Flak zum Beispiel, das braucht man jetzt gerade gar nicht. Genau, mehr Sprengpulver. Das kann man immer noch hier hinbauen, wenn man gerade genug Zeug hätte. Deswegen bauen wir einfach ein Haus. Wir müssen halt dann wieder neu vorbereiten, wenn dann der Kampf gegen Strindberg ansteht, aber das werden wir wahrscheinlich erst noch ein bisschen aufschieben. Ich könnte mal hier die Marineabwehrtürme und alles mal abschalten. Komm. Stimmt, sind die bei mir an? Ja, ich kann es Nee, ich habe nur eingreifen. noch 4 Stück und die sind aus. Okay, so, die mache ich auch nochmal aus. Ja, irgendwie kommen wir jetzt bald ins Minus, wenn es so weitergeht. Habe ich eigentlich so eine Gefällt gute nicht so toll. ah. Wie kriegen wir denn hier noch mehr Plus? Wo kann man denn noch sparen? Achtung, Produktionsstillstand. So ein kleiner Ozonmaker. Wäre eigentlich schön, Irgendwo aber. muss. Sie alles Nötige in die Nein! Wege. Ich habe bei Wussten dir Sie, einen wie viele abgeschalten. Ausreden ich? Ach so. Dann muss ich keinen neuen bauen. Nein, du musst ihn nicht neu bauen, aber lass ihn mal abgeschalten. Die kosten sehr viel Unterhaltkosten. Oh nee, das geht. 120? Naja. Wenn die abgeschalten braucht, er auch 60, also. Ja gut, dann Deswegen. guck, dass du mal weiter Bevor ich einen neuen aufsteigst. baue, nehme ich den ich Werte schon habe. steigen. Ach, guck mal, du kannst Arbeiter mal aufsteigen. So, mach ich mal. Habe ich die gesperrt, eine hier? Na, ja, ich muss mal schauen. Ja, guck mal, wir kommen hier gerade bald ins Minus. So, weil die Arbeiter, denen fehlt jetzt natürlich noch Zeug, weil ich das Ding gesperrt habe. Okay, interessant. Ja, also auch Ja, die Steuern nach oben, deswegen erstmal alle Arbeiter aufsteigen lassen. Die können. Und dann arbeite ich mich dann langsam die einzelnen Stufen hoch. So, 50 Minuten nehmen wir jetzt auch schon auf. Ja, wir müssen echt mal wieder hier Gewinn machen. Ich bin jetzt zwar reingekommen, aber viel geschafft habe ich jetzt zumindest noch nicht, weil ich immer noch dabei bin, diese Insel wieder aufzubauen. Das ist echt behindert, dass ihr hier auch Minus ohne Ende macht. Schau mal, meine Eco-Insel macht auch wieder Gewinn ohne Ende. Dafür, Aha. dass deine Insel so groß ist, müsstest du ja eigentlich noch viel mehr Gewinn machen. Ja.
die Forschung so teuer oder was? Ja, die ist auch immer ein bisschen teuer, aber ich wobei, weiß nicht. Wobei, während die Forschung kostet es ja nichts. Minus 100. Aber auch nicht so viel. Stimmt schon, meine Insel könnte auch noch ein bisschen. Wobei, also in Vollzeiten schafft ihr auch 6000. Okay. Obwohl, wo macht eigentlich halt meine Insel so viel Minus? Ich habe auch noch hier Flughäfen, wobei ich brauche auch nicht so viel. Liegt es nur daran, dass ich hier so. Aber das Solarkraftwerk brauche ich nicht unbedingt. Die Kohle reicht bei mir eigentlich auch aus. Machen wir das mal noch ab. Ja. So, gut, da steigen sie langsam wieder auf. Mir ist auch wirklich noch schleierhaft, was diese FPS-Anzeige oben links macht. Ich weiß nicht, von welchem Programm die herrührt. Weil du hast doch mal Mods installiert, hast gesagt, oder? Aber nicht in Anno. Nicht in Anno? Nee, da kann man gar keine Mods. Ah doch, doch, stimmt, ich habe mal was installiert, aber das ist ja nicht mehr davon. Das ist nicht mehr davon, nee, da habe ich nichts mehr drauf. Stimmt, die Mods muss ich auch mal wieder spielen, die war richtig geil. Da könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen, naja, mal schauen. Nee, aber daran lag es nicht. Ich weiß nicht, ist das vielleicht von Uplay oder so? Also die ist oben links in der Ecke, auch so ein bisschen über der Bilanz. Über deinen Credits. Fehlende Fruchtbarkeit. Was auch so ein bisschen unpraktisch ist. Durch Umweltverschmutzung. Können noch irgendwelche Leute aufsteigen oder war es das? Warte mal, keine Fruchtbarkeit. Was hab ich denn hier überhaupt? Schau sie mal kurz. Hier, ich hab hier Saat. Und dann schauen wir mal. Aber ich stelle hier überhaupt gar keinen Wein her. Das bringt mir das ja überhaupt nichts. Das sagt gut Wein. Ah, das sieht gut aus. Fruchtbarkeit nicht mehr verfügbar. Ah, Fruchtbarkeit wurde eliminiert. Das klingt gut. Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Ah, Kriminalität. Echt jetzt? So. Registriere Energieknappheit. Ah, da fehlen auch ein paar. Dann machen wir halt noch ein scheiß Windkraftwerk, ey. Aber ich kann aufschauen. Nee, kann ich nicht, weil ich kein Glas habe. So, jetzt wird meine Insel bestimmt gleich richtig wenig Bilanz machen. Aber ich kann hier Spirituosen bald herstellen, dann kann ich hier noch ein bisschen mehr Bilanz holen. Nicht mehr so viel. Alter, guck dir mal unser Gate an! Ich weiß, ich muss gerade die ganzen Steuern runter machen, damit die aufsteigen können. Oh. Scheiße. Oh, warte mal, jetzt haben wir hier wieder Energie. Genau. Dann guck ich mal, dass ich hier Saatgut reiß, oder was brauche ich dafür? Alarm, Feuerausbruch. 36 Beton brauche ich. Benötigt Fruchtbarkeit Reis. Ja, dann muss ich wohl oder übel Reis holen. So. Hat Trenchcode irgendwie Reis. Eliminiert. Hartweizen, nee, brauche ich nicht. So, oh, was haben wir hier? Raketen. Ah, guck mal, Saatgut Reis. Zeit haben wir noch. Nur noch 20 Minuten. Entwarnung. Wart mal. Kriminalität eingedämmt. Nee. Reis. Ach, guck mal, hier ein. Selbst SAAT muss ein Eco-Speedrunner. So, ich muss mal ganz kurz dein Schiff entleihen. Kann ich machen. Oh, du musst schon bald bei dir eine Raketen. Ja, genau deswegen entleihe ich mir dein Schiff kurz. Ich brauche nämlich Beton auch zum Aufsteigen. Ach, du stiehst es von meiner Militärinsel jetzt, oder? Nee. Von deiner Hauptinsel. Produktion gestartet. Da produziere ich aber auch gar nichts, gell? Ja, deswegen muss ich sie wieder zurückgeben bei Zeiten. Ich glaube, meine Insel ist die einzige, die Beton produziert, aber halt auch nicht so viel. Das ist die einzige, die Beton. Aber eigentlich habt ihr auch gerade nicht so einen hohen Betonverbrauch. Eigentlich ging es sogar. Außer halt jetzt. Jetzt brauchen wir viel Beton. Okay. So. Oh, ich kann vielleicht auf der einen Ding-Insel bald noch ein bisschen mehr Geld machen. Mal sehen. Dann reiße ich, glaube ich, hier das Stadtzentrum hier unten ab. Das wird kurzfristig ein bisschen kosten. Ja. Aber dadurch könnte es dann sein, dass wir mehr Einnahmen machen. 21, krass, das reicht halt immer noch nicht. Ich kann jetzt zwar Leute aufsteigen lassen, aber die Raketenbasis kann ich jetzt noch nicht bauen. Die sind jetzt ein bisschen unglücklich. Also muss ich nochmal ein bisschen Beton klauen. Darf man nicht vergessen, wir haben ein bisschen was zurückzugeben später. Oh,
Och, hier kann ich doch irgendwie Warenminimum setzen, ja. Jetzt kann ich ja bei Beton, da habe ich nämlich gar kein Warenminimum. Mach ich mal ein bisschen Warenminimum hier. 132 Warenminimum, das ist doch jetzt schon besser. Ja, klingt auf jeden Fall besser. So. Warte mal, so. Hier brauche ich natürlich jetzt auch keine Feuerwehr mehr. Weg da mit dem Scheiß. Das brauche ich auch nicht mehr. Dein Schiff ist zurückgekehrt. Ah, ne, doch, da ist es. Ja. Also, dein Schiff hast du schon mal wieder. Sehr schön. Gut, dann kann ich jetzt Spirituosen herstellen. Und dann kann ich hier nämlich auch mal noch... Wie lange dauert denn das hier noch? Oh, noch 17 Minuten. Dann können wir auch die Öko-Insel richtig mal anfangen. Naja, mach erstmal, dass wir hier Gewinn machen, ne? Ja, aber da hilft uns dann die Öko-Insel auch wieder. Trotzdem, also der Stand, den wir jetzt haben, der kann so nicht bleiben, also. Brauchen wir Bauzellen und... Ja, klar. Warte mal, das Krankenhaus, das kann hier auch weg, dann... So, jetzt muss ich also noch Schlimmeres verhindern, indem ich die blöde Raketenbasis baue. Oh, nein. Ach nee, es fehlt mir noch viel mehr Zeug. Was fehlt denn jetzt noch? Nochmal viel mehr. Ich muss dein Schiff nochmal entleihen. Egal, so, ich bin gerade... Fehlende Fruchtbarkeit, das habe ich doch gerade abgeliefert. Ach, ich muss das noch aktivieren, oder was? Ja, wahrscheinlich. Play. So, jetzt. So. Gut, kann ich Zeug einfach mal liefern. Oh, scheiße. Wie viel Zeit habe ich noch? Ah, 16 Minuten, okay. Reicht vollkommen aus. Naja, aber... Ich soll mich trotzdem langsam ranhalten. Wie tue ich eigentlich die Spirituose möglichst effizient bauen? Die Spirituose? Kannst du mir das sagen? Wie kann ich denn die... Brauchen nur zwei Felder. Ja, da baust du einfach eine lange Schlange und baust dann jedes eine, also die, alle Spirituosenfabriken nebeneinander. Mhm. Und dann platzierst du oben und unten quasi ein Feld. Ah. Ja gut, dann gucken wir mal, ob das so klappt. Könnte klappen, ja. So. Hilfe. Spiel gespeichert. So. Wie viel brauche ich denn? Spirituosen? Nein, was fehlt jetzt schon wieder? Oh nee, nicht noch mehr. Wie kann ich denn das drehen? Mach mal Pum. Ach du Scheiße. Wenn nicht scheiße, schalt auf so einen blöden Aufstand. Nee, dann verlieren wir halt noch mehr Einwohner. Und dann machen wir noch mehr Minus. Oh, na toll. Deswegen versuche ich den mit allen möglichen Mitteln zu verhindern. Nein, jetzt habe ich mal. Alter, jetzt können auch so viele aufsteigen. Ich muss die Aufstiegsrechte jetzt sperren, sonst brauchen die mir alles Baumaterial auf. So. Uiuiuiui. Moment. Wollen die noch. Ah, die Bilanz verbessert sich sogar ein bisschen. Lustigerweise. Gut, dann guck ich mal, dass ich hier, da muss ich hier Dingen. Kommt mein Containerschiff da hinten erst. Nee, irgendwie tut sich die Bilanz nicht unbedingt verbessern. Ah, doch, jetzt nicht mehr. Was war gerade eben? Gerade eben hatten wir noch 2900. Mhm. Hast du gerade irgendwas gebaut, oder? Nee, nicht wirklich. Also ein bisschen was, aber. Aber eigentlich wird es keine 500er Schwankung. Also sind jetzt 500. Nicht unbedingt was so Großes. Na, egal. So. Naja. Militärunterhalt. Ah, warte mal, apropos. Politik. Schauen wir mal, was wir hier überhaupt haben. Achtung, Produktionsstillstand. So. Automation ist der Schlüssel zu effektiv. Oh, was ist denn das? Mehr Geld, oder wie? Ja. Wir haben uns gerade die cool. Kosten für Stromerzeugung um 25% reduziert. Boah, das bringt's echt gut. Ja. Wie teuer war das zu kaufen? Nur so ein paar Lizenzen. Ich weiß gar nicht, Moment.
Ja, das ist egal. Lizenzen haben wir ja noch. Ja, 100 also. Lizenzen hat es gekostet. Ja, warum hast du das nicht früher gesagt, Mensch? Ich habe nicht mehr dran gedacht. Oh, und ich wusste auch nicht, dass es so einen starken... Wie viel haben wir jetzt? 3000, glaube ich. Scheiße. Alter. Übelst. Durch und durch loyaler mit. Das hat sie nicht gebracht. Ja. Sehr schön. Alter, es fehlt noch mehr Beton. Bei mir gibt es bald auch noch mehr dann an Dingensen. Hoffe ich mal.